Ja, servus und hallo. Ja, heute hat mein Hyundai i30N Performance vor der Kamera. Für mich persönlich ein sehr interessantes Fahrzeug, weil auch Preis-Leistung bei diesem Fahrzeug sehr gut ist. Das Fahrzeug gehört übrigens dem Micha. Die einen oder anderen werden ihn aus den älteren Videos kennen. Genau, das ist der mit dem Mazda 3 MPS gewesen. Er fährt heute einen Hyundai i30N Performance. Was bedeutet eigentlich Performance? Performance bedeutet, gegen 2.500 € Aufpreis hat man statt 250 PS hat man 275 PS, zudem 19 Zoll Felgen und eine große Bremsanlage. Und was natürlich für mich sehr interessant ist und auch für euch, denke ich, dieses Fahrzeug ist mit einer Klappenabgasanlage mit 109 dB eingetragen. Und das ist richtig krass. Zum Vergleich, mein 280er ist eingetragen mit 76 Dezibel und hier haben wir einfach mal 109 Dezibel. Wir gucken uns heute das Fahrzeug mal etwas genauer an. Wir gehen ins Interieur und vor allem hören wir uns auch das Fahrzeug mal an. Wie klingt eigentlich diese Abgasanlage? Und was auch sehr interessant ist, wir machen eine Zeitenmessung. Wir wollen mal gucken, wie schnell ist der Hyundai i30N Performance 100 auf 200. Wir haben bei diesem Fahrzeug Frontantrieb. Gewicht müsste identisch sein wie bei meinem. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Innere des Fahrzeugs, gucken uns das Interieur an, gucken uns so ein bisschen die ganze Technik an. Deswegen würde ich sagen, kommt mit, wir gehen ins Auto. Jetzt befinden wir uns im Innenraum von Hyundai i30N Performance. Was ich mal sagen muss, also ich sitze hier wirklich sehr, sehr gut in dem Sitz. Ein schöner Seitenhalt. Das Lenkrad gefällt mir persönlich auch sehr gut. Wir haben hier Multifunktionstasten. Und was ich persönlich auch sehr geil finde, ist, wir haben hier einmal den Drive-Mode direkt am Lenkrad und den Race-Taste gleich bedienbar. Wir gucken mal, was können wir hier noch individuell bei dem Fahrzeug einstellen, auf den Fahrer bezogen. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal den Motor an. Und dann gehen wir mal ein bisschen näher aufs System ein. Haben jetzt das Fahrzeug gestartet. Im Netz hat man die Möglichkeit, hier unter dem N-Mode quasi verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Wir gehen jetzt mal auf Custom. Ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, den Motor individuell anzupassen. Wir klicken mal drauf. Ja, hier hat man zum Beispiel jetzt die Möglichkeit zwischen Normal, Sport und Sport Plus zu wählen. Dann hat man die Möglichkeit quasi die RPM anpassen. Klicken wir mal rauf. Entweder auf Off, Normal, Sport oder Sport Plus. Dann hat man die Möglichkeit die Sperre einzustellen. Wenn wir darauf klicken, kann man sie entweder auf Normal oder Sport. Verbessertes Kurvenverhalten mit erhöhter Stabilisierung. Und dann können wir die Auspuffanlage auch einstellen, den Klang, ob normal, Sport oder Sport Plus. Ja, aber wir haben auch die Möglichkeit, bei dem Hyundai i30N auch das Fahrwerk zu verändern. Dazu klicken wir Fahrwerk. Jetzt kann man zum Beispiel die Radaufhängung verändern. Klicken wir mal drauf. Da kann man zum Beispiel auswählen zwischen normal, Sport, Sport Plus. Die Lenkung kann man verändern, wie direkt sie sein soll. Jetzt steht sie hier auf normal. Wir können sie auf Sport oder auch hier Sport Plus einstellen. Und wir können zudem noch das ESC einstellen. Das ist jetzt hier ebenfalls auf Sport. Das können wir entweder auf Normal oder auf Off. Und Off ist dann halt quasi ESP alles aus, optimal für die Rennstrecke. Aber für normalen Straßenverkehr reicht hier die Sporteinstellung. Wenn wir im N-Mode-Menü drin sind, dann kann man sich hier die G-Kräfte anzeigen lassen, welchen Ladedruck wir fahren, welches Drehmoment und welche Leistung. Finde ich halt auch sehr interessant. Ist zwar eine Spielerei, aber ich finde so eine Werte, wenn die angezeigt werden, irgendwie cool. Das war der Innenraum vom Hyundai i30N. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, hören uns mal diese mega geile Abgasanlage an, die mit 109 Dezibel eingetragen ist. Wir können mal kurz gucken, wie es im Innenraum klingt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und hören uns mal von draußen an.
war jetzt der Hyundai i30N Performance. Für mich ein sehr interessantes Fahrzeug. A, aufgrund von Preis-Leistung und B, wegen der eingetragenen Abgasanlage mit 109 Dezibel. Wie ihr im Video gehört habt, sie klingt wirklich sehr geil. Zur Zeitmessung, dieses Fahrzeug hatte jetzt eine Zeit von 17,24 Sekunden. Das ist schon, denkt man so, okay, schon relativ viel. Aber wenn man davon ausgeht, dass das Fahrzeug 275 PS hat, zudem in Verbindung mit Handschaltung, sind 17,24 völlig okay für dieses Fahrzeug. Im Vergleich zu meinem Cupra 280, der ist nach oben gestreut mit 298 PS. Und DSG-Getriebe bin ich 13,3 gefahren. Wenn man, wie gesagt, die Faktoren hier einbezieht, dass er eventuell nicht nach oben streut und handgeschalten ist, sind 17,24 Sekunden völlig in Ordnung. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Hyundai i30N, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.